Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Daxefieber. Ja, wir sind in Rothenburg gelandet. In Rothenburg, da landen wir immer, wenn wir aus dem Italienurlaub im Herbst wieder nach Hause fahren und nutzen den Campingplatz in Detwang als Zwischenstation. Und wie es dort aussieht und auch ein bisschen Rothenburg, das zeige ich in diesem Video. Detwang ist ein kleiner Ort vor Rothenburg und hat zwei Campingplätze. Einmal Tauber Romantik und einmal Tauber Idyll. Tauber Idyll hat aber im Herbst, wenn wir hier in Rothenburg landen, immer schon geschlossen. Und deswegen zeige ich heute Tauber Romantik. Freundlich wie immer wurden wir hier in der Rezeption begrüßt. In der Rezeption gibt es einen Minimarkt, falls einem irgendwas fehlt und wer möchte, kann hier auch seine Brötchen für morgen schon vorbestellen. Der Campingplatz hat einen alten Baumbestand, die Bäume sind ziemlich hoch und das sollte man vielleicht wissen, wenn man seine Satellitenschüssel ausrichten will, dann einfach so wie die Drohne fliegt hier zum Sanitärhaus ausrichten und dann hat man auch Empfang. Ja, wir sind jetzt zum vierten Mal auf diesem Platz und immer dann, wenn wir hier ankommen, dann gibt es den ersten Abend bei uns Reibeplätzchen. Ein Einkaufsladen wie so ein Rewe, so einen großen, den gibt es ungefähr so 2-3 Kilometer in Rothenburg selber, also ist auch leicht zu finden und man kann dort auch mit einem Gespann stehen. Wir stehen hier auf einem Komfortplatz. Komfortplatz heißt, dass man auch Frischwasser und Abwasser direkt auf dem Platz hat. Der Strom wird mit 16 Ampere abgesichert und wird nach Verbrauch abgerechnet. Wohnmobile, die Fähr- und entsorgen müssen, die sind hier gut aufgehoben. Hier können zwei gleichzeitig entsorgen und bei der Gelegenheit kann man auch seinen Müll sofort loswerden hier an dieser Müllstation. Und es gibt noch eine Müllstation, die ist oben am großen Sanitärhaus. Der Campingplatz verfügt ca. über 100 Plätze. Es gibt kostenloses WLAN. Es gibt befestigte Plätze und Wiesenplätze. Bei einigen Plätzen, je nach Bereich, wird der Strom pauschal abgerechnet. Ja, und im hinteren Bereich gibt es auch ein kleines WC-Häuschen. Ja, kommen wir jetzt zum großen Sanitärhaus. Das ist hier oben eine Rezeption. Und derjenige, der schon mal hier war, dem wird jetzt gleich auffallen, dass sich hier einiges getan hat. Also die letzten 2-3 Jahre, wo wir jetzt hier regelmäßig hinfahren, ist alles nach und nach renoviert worden. Also man hat hier Geld in die Hand genommen und ja, mittlerweile gibt es auch eine Hundedusche. Somit ist auch die Frage geklärt, ob hier Hunde erlaubt sind, ja oder nein. Und auch für die Zelter ist es auch ganz, glaube ich, interessant, wenn man hier einen Kühlschrank hat und man kann hier auch kochen und spülen. Thank you.
Ja, wie ich vorhin schon sagte, man hat hier Geld in die Hand genommen, alles schön renoviert. Ich finde, das ist alles richtig toll geworden und super sieht das aus. Hier auf den WCs gibt es auch überall so kleine Desinfektionsspender, auch auf den Toiletten selber, also richtig gut gemacht. Und auch die Putzfee, die hier täglich durchgeht, die macht wirklich einen guten Job. Ja, am Campingplatz selber gibt es auch ein kleines Restaurant. Wie es da schmeckt, kann ich nicht sagen. Wir haben es nicht ausprobiert. Neben dem Campingplatz gibt es die St. Peter und Paulskirche. Dort ist der Heiligkreuzaltar von Tillmann Riebenschneider untergebracht, was man auch besichtigen kann. Die Kirche hat ungefähr eine 1000-jährige Geschichte. Öffnungszeiten und Führungen werden angeboten. Wir haben es bisher nicht geschafft, passend da zu sein, aber wir müssen auch noch Ziele haben fürs nächste Mal. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Rothenburg. Wir nehmen den kurzen, steilen Aufstieg. Der ist ungefähr 1,5 Kilometer lang und den nehmen wir eigentlich ganz gerne, weil der ist einmal neu gemacht worden. Da fehlt nur noch das Geländer und man hat einen schönen Blick in das Taubertal. Rothenburg ist sowas, wie man sich so eine mittelalterliche Stadt vorstellt. Mit Türmchen, mit einem Stadtgraben, mit einer Stadtmauer, die ist 4 Kilometer lang. Die kann man auch gut komplett ablaufen und ja, dann hat man einen wunderschönen Blick über diese Stadt selber. Und wenn man sich dann total verliebt hat in diese Stadt, kann man 1300 Euro beim Kämmerer loswerden und der veranlasst dann, dass man hier ein Namensschild in diese Stadtmauer bekommt und kann sich so verewigen. Ein kleiner Tipp mal so am Rande, hier am Rathaus gibt es um 17 Uhr so ein Glockenspiel und ja, es war ganz schön, nur ich war nicht schnell genug mit meiner Kamera. Und das ist, glaube ich, wohl der bekannteste Laden hier in Rothenburg, Käthe Wohlfahrt. Und das Weihnachtsdorf bzw. auch das Weihnachtsmuseum. Also wenn man hier im Oktober reingeht, Mitte Oktober, dann ist man innerhalb von, ja, ich sag mal 2-3 Minuten schon in so einem Weihnachtsfeeling drin. Also wir sind hier immer drin, kaufen 2-3 Teile für Weihnachten und ja, das ist auch mittlerweile schon Tradition.
Ja, nicht weit weg von Käthe Wohlfahrt gibt es hier Teddyland. Also wer noch Geschenke besucht für seine Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, oder für sich selber, der wird hier mit Sicherheit fündig. Rothenburg bietet unzählige Restaurants, Souvenirsgeschäfte und Geschenkeläden. Also hier wird jeder irgendwas finden, was er mitbringen kann für zu Hause. Unter anderem gibt es auch hier diese von Rothenburg, die sind auch sehr bekannt hier, diese Schneebälle. Die gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sind auch ganz beliebte Mitbringsel. Beliebt ist auch das Kriminalmuseum hier in Rothenburg. Gut, ich habe es mir wieder mal nicht angeguckt, weil ich nicht dazu gekommen bin, weil es so viele andere Sachen gibt hier zu gucken und werde mir das fürs nächste Mal aufsparen. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einfach einen Daumen nach oben da. Vielleicht lässt du mir auch ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche allen eine gute Zeit und sage bis dahin und ciao.